Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der Magnum Bombombiera im Test. Habt ihr die schon mal entdeckt? Die gibt es seit kurzem oder auch schon seit längerem in einigen Supermärkten zu kaufen. Ich habe die jetzt im Rewe erwischt für 3,29 € die Verpackung. 12 leckere, runde Magnum Pralinen. Wie geil ist das denn? Und dann noch 3 verschiedene Sorten. In der Sorte Classic, Mandel und weiße Schokolade. Finde ich richtig cool. Das ist doch mal eine Alternative zu Magnum After Dinner oder zu diesen Mini-Magnums. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie dieses Magnum Eiskonfekt schmeckt. Und als ich gerade angefangen habe, dieses Video zu machen und ich guckte nochmal auf die Verpackung und las Bombonera, da hatte ich so einen Ohrwurm von den Gypsy Kings, Bombombiera, dachte ich so, lass mal das lieber mit den Ohrwurm. Wir schauen uns jetzt lieber mal diese leckeren Eispralinen an. 12 Stück sind hier drin, 6 Stück haben 185 Kalorien, ganze Verpackung verputzt, sind wir bei 360. Am Ende des Videos gibt es natürlich nochmal die Nährwerte. Ich glaube ja einfach, das ist Genuss pur. Ich habe die übrigens zum allerersten Mal in Portugal entdeckt und jetzt erst in Deutschland und ich hätte sie am liebsten mitgenommen, aber dann wären sie leider geschmolzen im Gepäck. So sehen die aus. Natürlich erstmal eine Viva Pralin. So eine klassische Schicht darüber. Och, die sind ja noch größer als gedacht. Schaut mal. So sehen die aus. Ich zeige euch gleich die auch nochmal in schöner Groß und genieße auch. Und das Tolle ist, finde ich, die sind so richtig individuell produziert. Nicht immer eine Einheit, eine Größe, sondern auch so ein bisschen schräg. Wie handgemacht sehen die aus. Wirklich, wie krass. So, ich beiße jetzt mal in eine so eine leckere Magnumpraline. Ich fange mit der, was ist eure Lieblingsmagnumsorte? Mandel, weiße Schokolade oder Vollmilch? Bei mir ist es gerade jetzt Mandel, denn die esse ich jetzt zuerst. Angebissene Pralinen sollte man niemals zurück in die Schachtel legen. Es sei denn, man ist der Junkfood-Guru und dreht gerade ein Video dazu. Deswegen muss das jetzt einmal zurück. Voll lecker. So, jetzt weiße Schokolade. Eine typische Magnum-Vanille-Eiscreme. Die leckere, auch lecker. Die leckere Schokoschicht. Und jetzt die klassische Magnum-Variante. Und so schnell habe ich noch nie 3 verschiedene Sorten Magnum gegessen. Das finde ich mega geil. Ich hole euch mal kurz ab in die Pralinenschachtel, ihr Lieben. Dann wollen wir uns die mal ganz genau anschauen. Schaut mal, ihr seht auch, wie individuell die sind von der Größe. Hier ist das klassische Magnum als runde Praline. Hier ist das Mandelmagnum. Und auch eine ganz, ganz andere Form. Finde ich total cool, dass die so individuell sind. Und hier nochmal das Magnum White. Da läuft echt wieder das Wasser im Mund zusammen. Ich muss es einfach essen. Ich bin noch ein bisschen am Kauen. Aber es ist so lecker. Und wisst ihr, was geil ist? Man kann sich einfach 3 Pralinen reinziehen, hat dann 3 verschiedene Sorten Magnum gegessen und bei 3 Pralinen sind ca. 100 Kalorien und das wäre so meine Einheit für den Genuss. Einfach mal 3 Pralinen am Abend. Ich meine, wenn ich jetzt 3 Magnum esse, das ist schon ein bisschen mehr. Aber so habe ich 3-mal Magnum-Genuss in 3 verschiedenen Sorten. Ich finde das wirklich ideal, richtig geil. Preis ist 3,29 €. Gut, das ist ein bisschen happig, aber ich finde, es ist ziemlich geil, dass man das sich so schön einteilen kann und das ist für mich echt unschlagbar. Die werde ich mir auf jeden Fall mal öfters gönnen für den kleinen Magnum-Genuss zwischendurch. Ich klinge hier schon wie eine Werbe-Uschi, aber wie gesagt, ich habe mir die Dinger selber gekauft und ich finde die echt geil. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und bevor ich jetzt gleich Tschüss sage, die Bewertung. Dafür gibt es einfach mal, was gibt es denn dafür? Stolze 9 Punkte. Ich finde die richtig geil. Wann gibt es 10 Punkte? 10 Punkte gibt es, wenn es die ein bisschen günstiger gibt und wenn vielleicht noch eine 4. Sorte dazu kommt. Das wäre auch noch geil. Irgendwas mit Karamell oder so. Dann würde ich komplett ausrasten, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!